Willkommen zurück zu Lufia, Age of the Sinistrals. Wir haben beim letzten Mal in Tunnel aufgehört, sind Level 20 und sollten ins nächste Gebiet vorrücken können. Wir haben hier in der Umgebung mehr als genug gemacht, schätze ich. Hier geht's ja momentan so ein Kapselmonster. Fumi will ein Longknife fressen, das ist doch theoretisch schon mal sehr gut. Longknife müssen wir mal eben hier kaufen können. Dann können wir dem noch ein paar zusätzliche Striche verpassen, bevor es weitergeht. Guten Tag! Ich hätte gern Longknife aus dem Sonderangebot. Mr. Monster? Longknife, da ist es. Guten Appetit. Und es geht dann wieder zurück zur Full Mail, die wir natürlich jederzeit dabei haben. Schwachsinnige Forderung, die das Viech immer stellt. Okay, nicht mehr übermäßig lange zumindest, dann werden wir die nächste Stufe mit dem Viech vielleicht erreichen können. Ja. Ist eine Weile her. Seitdem wir den Hack das letzte Mal gespielt haben. Werde ich mich wieder ein kleines bisschen reinfinden müssen, schätze ich. Okay. Bin mich wieder ein bisschen dran gewöhnt, wie unglaublich stark die Gegner noch eigentlich sind. Level 20 möchte man meinen, dass man gut ausgerüstet wäre, aber ich befürchte, das Spiel geht davon aus, dass wir jetzt Level 20 sind, um weitermachen zu können. Oh, ja. Kobalte, mein Lieblingsgegner. Flash! Ihr müsst mit erledigen. Und die Kobalte können auch unsere anderen Charaktere wegmachen. Fumi Punch! Schaummonster dabei zu haben, ist schon ganz nützlich. Okay. Magic Jar erhalten. Nicht so toll, aber wer weiß. Vielleicht irgendwann mal nützlich. Ach komm, wir versuchen mit dem Back Attack. Yep. Got in first. Läuft. Dann verteilen wir unsere Angriffe. Flash. Oh, ein bisschen Feuer wäre wahrscheinlich sogar effektiver gewesen. Fumi Punch. Eins. Aber macht nichts. Jetzt sind sowieso nur noch drei Gegner. Zack, ein bisschen weg. Zack, ein bisschen Björn weg. Und dann kann schon wieder weitergehen. Fast zumindest. Guardian First. Ich meine, die waren anfällig gegen Feuer. Kann auch sein, dass die tatsächlich Wasser anfällig waren. Nein, waren Feuer anfällig, okay. Schon gut. Den können wir einfach so niedermetzeln. Komm, Fumi Punch! Fumi Punch! Sehr schön. So muss das aussehen. Magic Scale. Ich will immer das gleiche. Immer die gleichen unmöglichen Items. Na dann, willkommen in Clamento. Schauen wir mal, was es in Clamento Spannendes an neuen Zaubern geben wird. Bravery erhöht Defense. Mhm, das ist extrem nützlich, das als Zauber zu haben. Also her damit. Release brauchen wir. Ja, bitte, her damit. Escape ist theoretisch nützlich als Zauber, kostet aber Geld. Deflect. Freezes Enemies Magic. Könnte nützlich sein. Breaker. Oh, Angriff reduziert Verteidigung. Guy. Payback. Schaden gleich doppelte verlorene HP. Das ist auch interessant. IP Blow. Generiert IP, wenn der Gegner überlebt. Sehr teuer. Guard Up. Passiv. Okay. Boah. Ja. Doch, auf jeden Fall. Tier mit ihrem unglaublichen HP-Wert kann sowas auf jeden Fall gebrauchen. Da würde ich das Geld für raushauen, um ihre Verteidigungsstärke zu verbessern. Gucken wir mal, ob wir noch irgendwas Sinnvolles kaufen können. Kuchen und Rod. Puh, das ist jetzt nicht so richtig wertvoll. Light Armor.
Staggy könnte man sich schon fast überlegen, aber ich weiß, dass wir auf jeden Fall noch Equipment im Dungeon kriegen. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie gut das auf der Verteidigungsseite ist. Weiß nicht, ist das auch nicht das beste Equipment der Welt. Schauen wir lieber erstmal, wie schwer der nächste Boss für uns wird und im Notfall gehen wir danach einkaufen. Guten Tag. Ich wollte einfach mal Hallo sagen, um Auftrag zu kriegen, in die Nordwelle zu gehen. Hab gehört, den Plot voranzubringen kann schon mal helfen. Dann kriegen wir auch bald endlich unser zweites Kapselmonster. Wir spielen schon mit einer, seit einer ganzen Weile nur mit Fumi im Schlepptau. Jetzt, und damit's passt, reden wir auch noch schnell mit der Dame vom Glasladen. Bin mir zwar nicht sicher, ob das überhaupt notwendig ist, um den Plot voranzubringen. Aber es kann auf jeden Fall nicht schaden. Okay, geheilt sind wir mehr oder weniger. Ja, komm, wenn wir sowieso schon mal neben dem blöden Hotel stehen, dann geben wir die 20 Goldmünzen noch eben aus für die paar Punkte. Oh, so weit, so gut. Und dann gehen wir hoch in Richtung nächster Höhle. Ach Gott, Bienen. Spark! Bienen ist zu schnell. Spark! Sitzt, aber nicht bei der Biene. Ich hasse diese Viecher. Die sollten wir auch vermeiden wie die Pest. Die sind im Hauptspiel schon viel zu gefährlich. In dem Remake hier, puh, ja, will ich überhaupt nicht versuchen, gegen die zu kämpfen. Könnte extrem tödlich enden. Scissors! Scissors! Direkt gestorben durch unsere Angriffe. Traurig. Ja, besser. Okay. Damit stark. Da vorne steht unser neues Kapselmonster. Das wir uns jetzt noch mal holen werden. Gegen die Biene kämpfe ich nicht freiwillig. Dok, 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 bumm. Fledermäuse auf der anderen Seite sind schon eher Gegner auf meiner Wellenlänge. Red Bat. Dann sparken wir nämlich mal die ganze Truppe hier weg. Sollte die kleinen Fledermäuse ja sofort wieder killen. Jo, läuft's. Und jetzt die große Blutmaus bitte noch. Jo, und Fumi Punch für das letzte Viech. Sehr gut, eine Potion erhalten. Und ein Level Up. Viel wichtiger, ein Level Up. So, wie war das denn nochmal? So war das. Okay. Gut, dass ich das noch richtig in Erinnerung hatte. Und dann schnappen wir uns Kapselmonster Armor Dog für die Party. Guten Morgen, René. Willkommen im Stream. Ist ja doch jemand früh auf und nicht mit irgendwas anderem beschäftigt. Blaze. Oh, wir nennen den heute mal. Der ist heute Doggo. Und, ja, passt. Wenn wir es vorläufig sowieso nicht benutzen. Aus offensichtlichen Gründen. Longknife, alle wollen Longknife. Die Frage ist, ob wenn wir ihn im Hintergrund halten, sich sein Hunger irgendwann mal verändern wird. Aber ich bin schon irgendwie versucht, jetzt loszugehen und dem Longknife zu besorgen. Ich glaube. Damit wir das Kapselmonster entwickelt kriegen, das könnte tatsächlich nützlich werden. Das Doofe ist nur, dass wir noch keine Warp-Fähigkeit haben. Ach komm, wir gehen mal eben darüber. In dem Dorf hier gab es dann leider nichts in der Richtung, aber wenn wir flüchten, sollte das eigentlich ein langer Weg sein. Wir müssen ja nicht gegen jeden einzelnen Gegner unterwegs kämpfen. Die Viecher mögen einen sowieso nicht. Oh, süß. Ein einziger. Ja komm, den hauen wir um. 70, war mal Kritik. Und 78, Dote.
Fritz. Wir müssen Glück kriegen, weil wir zumindest einen Adler stellen, wenn wir gerade mal hier drüben sind. Mal wieder. Grundsätzlich haben wir ja noch ein bisschen Adlersteine geguckt, wenn Stella nachher auch in die Party dazukommt. Fully Punch! Feigling. Geh weg. Zwei kleine Viecher. Okay, dann her mit dem Long Knife. Vielleicht sollten wir einfach vorher dann den Dingern kaufen. Irgendwie drei Long Knives mitnehmen. Die scheinen ja immer Long Knife haben zu wollen momentan. Rope. Ja, genau. So, Long Knife haben wir in der Tat. Zufällig. Oh, und auch er zeigt genau das gleiche Verhalten. Wir füttern ihn einmal und danach möchte er ein Item haben, das vollkommen lächerlich stark ist. Ja, gut. Für den Moment hatte ich ja noch gehofft, dass es vielleicht einfach nur ein Bug bei Fumi ist. Ein Fehler im System, aber offensichtlich nicht. Dann haben wir noch ein paar Billy Jellies um. Solange wir unseren Hund nicht entwickeln können, werde ich den auf jeden Fall nicht als Kapselmonster einsetzen. Dafür flieht er viel zu häufig. Der hat so einen niedrigen Gutstat. Das ist lächerlich. Checken kann. Ja, ist tatsächlich so. Etwas, das ein unglaublich nützlicher Patch ist. Doggo ist auf Level 20 in unser Team gekommen. Der passt sich einfach dem Level von Maxim an. Minimal mehr Angriff, minimal mehr Verteidigung, minimal mehr Stärke, minimal mehr Agilität, deutlich mehr Int. Aber der Gut-Wert ist einfach so schrecklich. Das bringt einfach nichts, den zu benutzen. Oh, was ist denn für eine Truppe hier? Spark. Versuchen wir mal unser Glück damit. Immerhin sehr feueranfälliges Team. Fumi Punch! Fumi puncht dieses unnützlicherweise hier durch. Ah, man ist doch vergiftet. Ich hab's befürchtet. Aber da haben wir noch ein paar Antidotes dabei. Zwei, um genau zu sein. Okay, nicht so viele, wie ich gehofft hatte. Ups. Ich hoffe, das wird nicht zu einem Problem. Das wird aber zu einem Problem, ne? Wenn wir den Dungeon nochmal machen müssen, gehen wir mal kurz in die Stadt und kaufen ein paar Antidotes. Wir werden gegen viele Spinnen kämpfen müssen, die uns vergiften können. Und der Bosskampf kann auch Spinnen beschwören, die uns weiter vergiften können. Wenn wir dann das Gift nicht heilen können, sind wir total hinüber. Wir haben ja kein Serum in diesem Spiel hier. Das Spiel hat es ja nicht für nötig gefunden, uns Serum beizubringen. Wir hätten eine Giftresistenz kaufen können am Anfang des Spiels. Ja, wir könnten jetzt auch immer noch zurückgehen, um die Giftresistenz zu kaufen. Gibt's keine Antidotes? Okay. Dann gehen wir halt tatsächlich zurück und kaufen uns die Giftresistenz. Warum nicht? Wop. Zurück bis nach Elset. Dann müssen wir uns darüber zumindest keine Sorgen mehr machen. Guten Tag, ich hätte gerne Giftresistenz für alle. Armor. Attack, then defensive. Oh, wie nützlich. Okay, wir können hier doch Antidotes kaufen. Ich hab's einfach noch nicht getan. Critical, land a critical hit. Echt, ist das so einfach? Wenn das so einfach sein sollte, dann gibt es doch einfach mal geil. Stunning Attack, Blunt. Armor. All up.
Passive. Increases all stats by 5. Hm, warum nicht? Kein Grund, sowas zurückzulassen, wenn es uns das Spiel so anbietet. Hm. Ich denke mal, das ist eine gute Entscheidung. Nachdem wir ihr Defense-Bonus-Ding beim letzten Mal gekauft haben. Ha. Könnte interessant werden. Okay, jetzt wo wir mehr Skills haben und Gift heilen können und unsere Stats sich spontan ein bisschen verbessert haben. Gut, gucken wir mal, was wir damit anstellen können. Zwischendurch immer mal die Kapselmonster checken. Flop. Nur vorsichtig sein mit Bienen. Die sind gefährlich, habe ich mal gehört. Bing. Got in first, Armor Goblin. Nicht ganz ungefährlich. Ja. Flashen die auf jeden Fall mal. Und hoffen wir mal, dass wir einen davon erledigen können. Nope. Fumi verteidigt sich. Gute Arbeit, Fumi. Voll Mystery und so. Flashen wir so weiter. Oh, minus 1. ...20 Schaden und 44 war Fumi. Ja, Leben würde ich sagen. Killen wir es jetzt einfach. Das müsste den Armor Goblin da hinten killen. Fumi Defense! Ja. Ich hatte nicht so das Gefühl gerade, dass er damit wirklich viel Schaden reduziert hat. Shots out. Dafür hat man Heilungszauber. Jetzt die rechte Seite ist relativ irrelevant. Dann können wir noch hier vorne eben schnell die eine Fledermaus mitnehmen. Okay, ganz gefährlich. Spark, super, so weg. Spark! So, ups. Dann müssen wir hier vorne erstmal bomben. Ding öffnen. Um dann hier unten das Skelett im Weg stehen zu haben. Ah, danke schön. Next up! Got in first. Nur zwei Skelette, das sollte jetzt nicht so schwierig sein. Das warten wir auch mal eben zur Seite. Autsch. Das sah schmerzhaft aus. Und dafür kriegen wir den Rubinschlüssel. In der deutschen Version steht da einfach immer nur Schlüssel erhalten. Wir haben so dafür richtig tolle Namen. Oh, drei Red Bats. Nicht ganz ungefährlich. Okay. Es waren nochmal nur zwei davon. Und der Schaden sich nicht so sehr aufteilt. Ja, dann. Nope, tut er nicht. Fumi, willst du? Nein, auch nicht. Na gut, dann lassen wir beide Redbats überleben. Nicht, dass hier irgendwas wirklich Gefährliches tun würden. Laden unsere IPs auf. Ist gar nicht so schlimm. Spark! Sparked! Okay, mehr Potion. Dann sollten wir geil mal wieder voll heilen. Okay, es wird Zeit, sich Equipment zu holen. So, nix hier, ran an die Arbeit. Können wir die Fledermaus jetzt kurz entfernen? Oh, das sieht gut aus. Das sieht entfernbar aus. Da sparken wir die ganze Truppe. Samt den gelben Fledermäusen. Gegen die können wir durch häufiger kämpfen. Level up!
unter Umständen müssen wir gegen ihn ein bisschen grinden. Je nachdem, was der Boss dieses Dungeons zu uns sagt. Was mir gerade so einfällt, sind wir beim letzten Mal eigentlich auf den Dungeon. Ne, wir sind gar nicht in den Turm nochmal komplett hochgekraxelt, merke ich gerade. Oh Gott. Tja, dann müssen wir den Dungeon wohl nochmal verlassen. Okay, Aquapeitsche und Fury Helmet. So, Fury Helmet. Menace. Der Jutehelm an Maxim. Ist doch gut so. So. Zack. Können wir unser Glück zumindest. Ich glaube, wir lassen das direkt sein. Das ist ziemlich witzlos, ohne das Equipment aus dem Turm gegen diesen Boss hier ankämpfen zu wollen. Ist ja im Hauptspiel schon total schwachsinnig. Also, Wunder übel. Kriegen wir eine Surprise Attack an. Wunderbar. Da hätte ich vielleicht mal ein bisschen aufpassen sollen. Gut, dass wir gerade voll geheilt sind. Autsch. Für Viecher. Das können wir aber umdrehen. Spark. Ein paar zusätzliche Level können definitiv nicht schaden. Keiner gestorben. Egal, noch ein Funke wird das rechnen. Spark! Did und Level Up vor allen Dingen. Magic Scale. Nicht so interessant. Joa, ne? Leider habe ich mich daran nicht mehr erinnert. Ich dachte, wir wären schon auf dem Turm gewesen, bevor wir beim letzten Mal Schluss gemacht haben. Aber offensichtlich habe ich ja direkt nach dem Kampf gegen Camu Schluss gemacht. Na gut. Jetzt, wo ich mich wieder daran erinnere, war der Kampf gegen Camu ja auch extrem nervtötend. Oder mit. Oh, den Skorpion hier vorne mit. Skorpione. Flash. Die kleinen Stachelechsen haben sowieso keinen Schaden. Wunderbar. Ach, Tier, 18. Mensch, hau raus. Das ist ja wieder die Höchstleistung. Wenn mich nicht alles täuscht, sind die Kukris auch nicht effektiv gegen den nächsten Boss, gegen den wir antreten. Das ist auch entrüsten. So, wie war das? Wir müssen erst unten lang. Damit wir überhaupt die Brücke runterlassen können. Sind die Items auf dem Turm so gut, dass man sie holen sollte? Ja. Die Items in dem Turm sind so unglaublich gut, dass sogar der Speedrun dieses Spiels diesen Dungeon ein zweites Mal komplett durchspielt, weil das Spiel dadurch so viel einfacher wird, dass man diese drei Items da oben mitnimmt. Insbesondere die Waffe, die da oben drauf ist, ist unglaublich nützlich, aber da gibt's auch noch eine Rüstung, die ebenfalls einfach viel zu gut ist für diesen Punkt des Spiels, als dass man sie zurücklassen wollen würde. Wert nach oben. So, jetzt müssen wir zuerst die untere Tür nehmen.
Spark. Die kleinen Mistviecher werden wir locker aus dem Weg kriegen. Wow. Diese XP-Mengen, die da immer stehen. So. Viel besser. Praktischerweise kracht dieser Turm ja nicht zusammen, obwohl Iris extra kommen muss, um uns hier rauszuretten. Ansonsten würden wir diese schönen Sachen nicht bekommen. Den Schlüssel müssen wir uns ja nicht holen, aber das hatten wir beim letzten Mal auch schon, diese Geschichte. Ich glaube, das ist jetzt schon das dritte Mal, dass wir diesen Turm hier hoch müssen, weil ich ja den ersten Kampf gegen Kamo nicht geschafft habe. Ach, ernsthaft. Geht weg. Okay. Und dann müssen wir nur noch die letzte Treppe da vorne erscheinen lassen. Aber das ist jetzt auch nicht so kompliziert. Solange man die Rätsel kennt. Ding, 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 ding. Treppe draußen ist ausgefahren. Und wir können unsere Belohnung holen, um uns damit hoffentlich mit dem nächsten Boss anlegen zu können. Wir haben die Kamu-Rüstung gefunden. Wir haben den Fire Dagger gefunden. Und wir haben das Pearl Brace gefunden. So, den Fire Dagger kriegt auf jeden Fall Guy. Dann die Kamu-Rüstung kann sogar, glaube ich, nur Guy tragen. Dann die Fine Cure, was unglaublich nützlich ist. Das Pearl Bracelet ist für Tia, wenn mich alles täuscht. Was ist denn? Ach, da oben. Pearl Brace, ja, ist nur für Tia. Lightbulb. Ziemlich nützlich. Allerdings würden wir dafür Ironclad aufgeben. Auf der anderen Seite haben wir den Buff jetzt als Zauber gekriegt, ne? Nicht? Hab ich nicht gerade eben. Guard up, all up, armor. Doch, hier klar, Bravery, das ist auch. Increased Defense Points during Battle, schon gut. Ich war nur blind. Haben wir noch eine Flucht dabei? Das würde uns jetzt ein bisschen Zeit sparen. Sieht schlecht aus. Dann nicht. Hisch, Latscherei. Weil man in diesem Romhack hier viel zu wenig Geld zur Verfügung hat. Wenn es dermaßen viel zu kaufen gibt. Und dermaßen viel benötigt wird. Ich freue mich darauf, wenn wir den Escape-Zauber haben. Sobald wir Celan in die Gruppe kriegen, kriegen wir den automatisch. Unglücklicherweise haben wir es dann noch nicht. Ich glaube, ich bin diesen Turm hier noch nie wieder runtergelaufen. Surprise Attack! Got him first. Nicht Poison. Spark. Romhack noch nie gespielt drin, ne? Aber ich gehe davon aus, dass diese Items nicht geändert wurden. Also werden sie ungefähr so gut sein wie im normalen Spiel. Das Problem ist halt nur, dass die Bosse deutlich stärker sind als im normalen Spiel. Dementsprechend wird die Effektivität wahrscheinlich nicht ganz so extrem sein. Fumme will immer noch seine heilige Robe. Wir müssen oben raus. Schwump. Aha.